Jetzt machen wir nur mal ein Rechteck. Dann werden sich die meisten schon wundern, das ist ja schon aus wie bei Ellipse. Ja? Das liegt daran, ich kann ja auch dort oben direkt alle Daten eingeben. W ist die Breite, H ist die Höhe, Rx ist der Radius der Ecke in X-Richtung und Ry ist der Radius der Ecke in Y-Richtung. Also wenn ich jetzt genau haben will, Doppelklick, Dreifachklick, und dann gebe ich genau 150, dann drücke ich die Tabulator-Taste, dann 50. Jetzt habe ich genau ein Rechteck gemacht, 150 breit, 50 hoch. Und wenn ich jetzt wirkliche Ecken haben will, dann tippe ich da ein 0, Tabulator-Taste 0, Tabulator-Taste und schon sehe ich da ein Rechteck, 150 breit, 50 hoch und die Ecken sind Ecken. Wenn ich den Auswahlpfeil nehme und irgendwo hinklicke, dann sehe ich da eigentlich nur so ein leicht graues Ding. Wovon hängt das jetzt ab? Was das ist. Ich fahre also mit der Maus dazu zum Auswählen. Ja, da sieht man es am deutlichsten. Bin ich da drinnen, dann ist das Kreuz da und ich kann das herumschieben. Bin ich außerhalb, kann ich nichts tun mit dem. So, ich fahre also dahin, bis ich das Kreuz da wieder sehe. Rechte Maustaste, Füllung und Kontur. Und schon öffnet sich mir da so ein eigenes Fenster. Da habe ich jetzt drei Tabs: Füllung, Farbe der Kontur, Muster der Kontur. Also, Füllung nehmen wir keine. Damit verschwinden da die ganzen Farbangaben. Farbe der Kontur, da nehme ich eine. Da schaue ich, dass RGB, Rot, Grün, Blau, ausgewählt ist. Da schaue ich, dass die Dichte da unten auf 255 eingestellt ist. Da schaue ich, dass die Unschärfe auf 0 ist und die Deckkraft auf 100. Das sind beliebte Fehlerquellen. Wenn ich da jetzt haben will, dass die Kontur rot wäre, dann tue ich einfach den Rotregler ganz nach rechts. Und schon habe ich da eine rote Kontur. Beim Vinylcutter ist uns das völlig wurscht. Da brauchen wir keine Farben. Beim Lasercutter steuern wir dann über die Farben, ob der graviert oder ob er schneidet. Und wegen der Sichtbarkeit stelle ich mir oben beim Muster der Kontur noch ein, 0,2 mm, eine durchgehende Linie, das passt, dann sehe ich das alles deutlich. Und wenn ich das öfters brauche, diese Erweiterung da, dann nehme ich einfach da dieses kleine Dreieck und klappe mir dieses Dock einfach ein. So könnte man das schon jetzt aus einer Vinylfolie ausschneiden. Wenn wir uns da aber spielen, Doppelklick. Und jetzt dort diese Randanfasser, da irgendwelche Rundungen machen, dann kriegen wir ein Problem, weil der Vinylcutter und auch der Lasercutter, die erwarten da eine Vektorgrafik, während das jetzt noch ein Objekt ist. Deswegen nehme ich da meinen Auswahlpfeil und gehe da oben zu dem Menü Pfad und dann steht da gleich oben Objekt in Pfad umwandeln. Das mache ich mal und man sieht schon, jetzt ist es ein Pfad. Ich meine, sehen tut man da jetzt noch nichts. Wenn ich doppelklick, da merkt man dann als erstes den Unterschied. Jetzt habe ich nämlich nicht mehr da in der und der rechts unteren Ecke die Kasteln und das Kugel, sondern jetzt habe ich da so Knotenpunkte. Und es hat sich auch der Cursor verwandelt da in den zweiten Pfeil. Das ist also der Modus, wo ich so Vektorpunkte da bearbeiten kann. Ich kann nämlich den jetzt nehmen und einfach irgendwo hinschieben. Und man sieht da recht schnell, was da passiert. Also ich habe da so Anfasser. Die bestimmen mir die Kurve. Die sind jetzt noch ein bisschen unbearbeitet, weil die von dem Rechteck kommen. Aber ich habe jetzt da oben auch diese Möglichkeit, diese Knotenpunkte zu bearbeiten. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel eins nehme, gleich das erste, dann habe ich da nichts da, Knoten auswählen. Dann nehme ich da den ersten. Und jetzt habe ich da diesen Knoten in eine Ecke umgewandelt. Gell?
man symmetrisch, macht man es jetzt in der Ecke und jetzt habe ich da zwei Anfasser. Jetzt kann ich da also diese Ecke so gestalten, wie ich das will. Also die Länge bestimmt mir die Kurve, die Länge bestimmt mir den, die Länge bestimmt mir dann den Radius und da, das bestimmt mir die Lage. Also so kann ich mich mit diesen Vektoren da beschäftigen. Natürlich kann ich da jetzt, gut, Steuerung Z, Z. Dann werde ich das wieder rückgängig machen. So, da sind wir jetzt wieder bei unserem Rechteck mit den abgerundeten Ecken. Und das ist jetzt wirklich ein Vektor. Und der Vinylcutter und der Lasercutter, die tun nichts anderes, als wie diesen Konturen da nachfahren. Fertig. Das war's. Und unsere Aufgabe vorher ist es halt, mit dem da zu spielen und etwas zu gestalten. Und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. Zum Beispiel gehe ich jetzt da her, markiere das alles, entfernen, weg ist es. Ich habe da das Werkzeug Bézier-Kurven, das sind diese Vektoren, und da kann ich jetzt hergehen, das führe ich oft gern vor und sage so, so, so und wieder zum Anfang. Jetzt habe ich da so eine Kurve. Dann nehme ich da oben den zweiten Auswahlpfeil. Dann kann ich die ganzen Knotenpunkte da bearbeiten, je nach Lust und Laune. Ein Doppelklick fügt mir da noch einen Knoten dazu. Zack, jetzt habe ich da wieder einen. Und wenn ich den anklicke, dann kann ich den eben entweder verschieben oder, so wie es da oben bei D4, das ist ja fast selbsterklärend, auswählen. Jetzt mache ich den symmetrisch und schon hat er links und rechts die gleich lange Hantel. Und wenn ich da was tue, dann passiert links und rechts immer das Gleiche. Oder da mit dem ersten mache ich eine Ecke. Ja, ich brauche da immer zuerst die Hanteln. Ich hole mir das zuerst mit dem und dann mache ich eine Ecke draus. So, und jetzt kann ich das da jede für sich bearbeiten. Oder nehmen wir den da. Da steht automatisch abrunden. Jetzt sind die Hanteln unterschiedlich lang und ich kann auf beide Seiten das da beeinflussen, wie stark das gerundet ist. Aber wenn ich es mache, das ist immer, wie soll ich das sagen? In der Mathematik würde ich sagen, das ist ein Wendepunkt. Ja, und auf die Art und Weise kann man jetzt hergehen und sagen, ich mache da jetzt einfach, was weiß ich, einen kleinen Vogel draus. Schwanzel. Das muss natürlich ein Ecken werden. Und schon haben wir da unsere Ente fertig. Also man kann da aus drei Punkten jede beliebige Figur machen. Das ist jetzt schon ein Pfad. Ja, das sehe ich, wenn ich da den zweiten Auswahlpfeil nehme, dann sehe ich da überall meine Steuerungselemente.